Hallo Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Häkelvideo und damit auch willkommen aus einer etwas anderen Ecke dieses Raumes. Ich bin gerade so ein bisschen dabei, hier alles umzuräumen, umzugestalten und nach nur etwas mehr als einem Jahr bin ich inzwischen auch fast fertig. Fast. Die Ecke hier gefällt mir noch nicht so ganz, das ist nicht final, aber für jetzt genügt es. Und damit würde ich sagen, reicht die Einführung. Wir kommen jetzt zu dem Grund, warum ihr eigentlich da seid, nämlich zum heutigen Video. Und zwar häkeln wir heute das, was ich euch bereits im letzten Video versprochen habe. Wir häkeln heute die kleine Katze. Und die Anleitung dazu, die haben wir im letzten Video gemeinsam geschrieben. Also falls ihr das Video nicht gesehen habt, ich glaube, es ist ganz interessant geworden. Ich verlinke es euch oben in der Ecke nochmal. Und ansonsten würde ich meinen, viel Spaß bei dem Video jetzt. Für das Kätzchen benötigt ihr Baumwollgarn in den Farben Weiß, ein bisschen in Schwarz und noch eine weitere Farbe für die Flecken des Fells. Ich entscheide mich für Braun. Dann noch Häkelnadeln in der Stärke 2,5 und zur Hilfe gerne noch eine zweite, etwas dünnere Nadel. Natürlich eine Schere, Sicherheitsaugen in der Stärke 8 und die dazugehörigen Unterlegscheibchen und natürlich Füllwatte. Wie immer verlinke ich euch alle benötigten Materialien unten in der Infobox. Wir beginnen mit dem Köpfchen und starten dafür erst einmal in Weiß. Aber auch der dritte Farbton bei mir, also Braun, sollte nicht allzu weit weg sein, denn wir arbeiten regelmäßig mit Farbwechseln. Zunächst aber schlagen wir erst einmal den Maschenring an. Solltet ihr für den Anfang noch etwas Hilfe brauchen, dann verlinke ich euch oben in der Ecke meine Basic-Reihe. So, der Maschenring wird dann abgenommen und in ihn häkeln wir Runde Nummer 1. Und das werden hier 6 feste Maschen. Aber aufpassen, die letzte Masche wird in Braun gehäkelt. Und wie so ein Farbwechsel geht, könnt ihr auch in meiner Basic-Reihe etwas genauer erfahren. Ich verlinke euch auch dieses Video nochmal oben in der Ecke. Aber einmal zeige ich euch die noch gerne hier etwas ausführlicher. Und zwar wird bei der vorherigen Masche der letzte Faden in der neuen Farbe durchgezogen. Dann häkeln wir die Masche in der neuen Farbe. Und auch hier, weil danach direkt wieder ein Farbwechsel folgt, ist der letzte Faden, den wir durchziehen, wieder bereits von der neuen Farbe von der Masche, die wir danach häkeln werden. Und dann ist die erste Runde fertig und der Maschenring wird zusammengezogen. Aufpassen, dass ich den richtigen Faden erwische. Durch den Farbwechsel sind da schon relativ viele Fäden. So, und dann gehen wir hoch in Runde Nummer 2. Ich muss nur noch schaffen, durch das richtige Loch einzustechen. Okay, in dieser steigern wir uns jetzt auf 12 Maschen. Und dafür verdoppeln wir jede Masche aus der Vorrunde. Und wichtig, ich versuche die übrigen Restfäden ein kleines bisschen mitzunehmen. In dieser Runde werden dann die beiden letzten Maschen wieder in der anderen Farbe gehäkelt. So, und damit es nicht zu viel Chaos wird, schneide ich jetzt die restlichen Fäden ab, die ich nicht mehr brauche. Es ist bei mir auch tatsächlich nur noch einer. Den braunen Anfangsfaden habe ich komplett geschafft mit zu verhäkeln. In Runde 3 gehen wir jetzt hoch auf 18 Maschen und dafür wird jetzt jede zweite Masche verdoppelt in dieser Runde. Und in dieser Runde sind dieses Mal die letzten 3 Maschen sogar in einem anderen Farbton. Und dann sind wir in Runde Nummer 4. In Runde Nummer 4 steigern wir uns jetzt auf 24 Maschen und verdoppeln dafür jede dritte Masche. Und dieses Mal werden die letzten 4 Maschen im anderen Farbton gehäkelt. Wir sind dann in Runde Nummer 5 und in dieser gehen wir jetzt hoch auf 30 Maschen und dafür verdoppeln wir jetzt jede vierte Masche. Und dieses Mal häkle ich die letzten 5 Maschen im Braun. In der nächsten Runde gehen wir dann hoch auf 36 Maschen und verdoppeln dieses Mal dafür jede fünfte Masche. Zwischendurch immer schön festziehen, damit der Faden nicht zu locker liegt. Und auch bei den Maschen in Braun kommt wieder eine Masche dazu. Wir häkeln also die letzten 6 Maschen dieses Mal in unserer anderen Farbe. Und danach geht es immer noch weiter mit den Zunahmen. Allerdings jetzt in einem anderen Rhythmus. Wir steigern uns, aber nicht mehr ganz so stark. Und zwar gehen wir jetzt hoch auf 39 Maschen und verdoppeln dafür jede 12. Masche in der Runde.
Und jetzt sieht auch die Farbverteilung etwas anders aus. Die 33 ersten Maschen werden in Weiß gehäkelt. Dann folgt ein Farbwechsel und die nächsten 4 Maschen folgen in Braun. Wir wechseln wieder zurück zu Weiß. Und die letzten 2 Maschen in dieser Runde häkeln wir auch in Weiß. Also wie ihr merkt, es wird etwas weniger braun werden. Und bei dieser Maschenanzahl von 39 bleiben wir jetzt auch für eine Runde. Also wir häkeln nur feste Maschen. 34 Maschen in Weiß, dann 3 Maschen in Braun und die letzten 2 Maschen wieder in Weiß. In der nächsten Runde steigern wir uns wieder, aber auch hier nicht zu viel. Wir gehen hoch auf 42 Maschen und verdoppeln dafür jede 13. Masche. Die ersten 36 Maschen in Weiß, danach wieder 3 Maschen in Braun und danach noch einmal 3 abschließende Maschen in Weiß. Und auch bei dieser Anzahl von 42 bleiben wir wieder in der nächsten Runde. Also wieder nur feste Maschen. 36 Maschen zunächst wieder in Weiß. Na, meine braune Wolle verheddert sich hier ein bisschen. Das soll nicht passieren. Aufpassen. Danach 2 Maschen in Braun. Und noch einmal 4 feste Maschen in Weiß. Und dann gehen wir weiter hoch, aber noch ein bisschen geringer. Wir steigern uns jetzt auf 44 Maschen und verdoppeln dafür jede 21. Masche. Dieses Mal 38 Maschen in Weiß, dann nur eine einzelne Masche in Braun. Das ist übrigens auch die letzte braune Masche beim Kopf. Wir gehen zurück zu Weiß und häkeln noch einmal 5 feste Maschen mit dieser Farbe. Und bevor es in die nächste Runde geht, schneiden wir jetzt den übrigen braunen Faden ab, denn den benötigen wir nicht mehr. So, in der nächsten Runde bleiben wir einmal bei 44 festen Maschen. Und wir sind noch nicht am Ziel angekommen. Wir steigern uns weiter. In Runde Nummer 13 gehen wir jetzt hoch auf 46 feste Maschen und verdoppeln dafür jede 22. Masche in dieser Runde. Und wieder bleiben wir danach eine Runde bei dieser Maschenanzahl und häkeln 46 feste Maschen glatt. Auch in Runde Nummer 15 machen wir noch immer weiter mit den Zunahmen. Wir gehen hoch auf 50. Allerdings setzen wir die Zunahmen jetzt so, dass wir dabei die Wangen vom Kätzchen ausarbeiten. Dafür häkeln wir zunächst 23 feste Maschen. Und dann folgt die erste Wange. Dafür häkeln wir jetzt zunächst eine Zunahme, dann eine feste Masche und dann noch eine Zunahme. Und dann gehen wir rüber zur zweiten Wange und dafür brauchen wir jetzt erst einmal 13 feste Maschen wieder. Und wir häkeln die Wange genauso wie die andere Wange, also wieder eine Zunahme, eine feste Masche und noch eine Zunahme. Und dann brauchen wir noch einmal 4 feste Maschen, um die Runde zu beenden. So, es folgt noch eine weitere Runde mit Zunahmen, in der wir auch die Wangen ausarbeiten. Dafür folgen jetzt erst einmal 25 feste Maschen. Dann folgen 2 Zunahmen. Im Anschluss häkeln wir 16 feste Maschen, um rüberzukommen zur zweiten Wange. Es folgen wieder 2 Zunahmen und noch einmal 5 feste Maschen, um die Runde zu beenden. So, und dann würden wir eigentlich als nächstes mit den Abnahmen beginnen. Vorher würde ich sagen, platzieren wir aber noch die Augen. Und zwar gehen wir jetzt als erstes in Runde Nummer 15. Das ist die Runde, in der wir mit den Zunahmen begonnen haben. Also diese hier, und zwar zur zweiten Wange. Und wir gehen dort zu der inneren Zunahme. Das ist diese hier. Von der aus zählen wir jetzt 2 Maschen nach rechts, also dorthin, und 3 Runden zurück. Das wäre der Punkt und dort setzen wir jetzt Auge Nummer 1. Und das gleiche machen wir auch bei der ersten Wange. Ich hole mir kurz das zweite Auge. So, Wange Nummer 1, hier ist die Zunahme, also 1, 2 und 1, 2, 3. Dort kommt Auge Nummer 2 hin.
So. Und dann kommen von hinten noch die Unterlegscheibchen dran, damit das Ganze gut hält. Und wir können weiter häkeln. Und zwar sind wir jetzt in der 17. Runde und gehen runter auf 48 Maschen. Und auch in dieser Runde müssen wir noch ein bisschen an den Wangen arbeiten. Deswegen setzen wir die Abnahmen genau dort, wo auch unsere Wangen sind. Dafür häkeln wir als erstes 23 feste Maschen. Danach folgen 3 Abnahmen. Ja, 3 hintereinander. Danach 17 feste Maschen. Mit diesen gehen wir rüber zur zweiten Wange. Und dann häkeln wir wieder 3 Abnahmen. Im Anschluss folgen noch 2 feste Maschen, um die Runde zu beenden. Danach setzen wir die Abnahmen fort und dann wieder in unserem ganz normalen, gewohnten Rhythmus. Also, wir gehen zurück auf 42 Maschen und häkeln dafür jede 7. und 8. Masche zusammen in dieser Runde. Das ist dann übrigens auch wieder unsere übliche 6er-Folge. Im Anschluss gehen wir runter auf 36 Maschen und häkeln dafür jede 6. und 7. Masche zusammen in dieser Runde. Wir setzen das Ganze also weiterhin wie gewohnt im üblichen Rhythmus fort und das machen wir jetzt auch jede Runde. Danach geht es dann runter auf 30 Maschen und dafür häkeln wir jetzt jede 5. und 6. Masche zusammen. Wir gehen weiter zurück, jetzt auf 24 Maschen und dieses Mal wird dafür jede 4. und 5. Masche zusammengehäkelt. Und es geht weiter runter, danach zurück auf 18 Maschen und dafür häkeln wir jetzt jede 3. und 4. Masche zusammen. So, 2 Runden folgen nachher noch. Aber wir stopfen den Kopf schon einmal aus. Nicht, dass wir nachher nicht mehr so gut reinkommen, wenn das Loch zu klein ist. So, das sollte von der Menge her reichen. Und jetzt häkeln wir noch die beiden letzten Runden. Es folgen noch Runde Nummer 23 und 24. In Runde 23 gehen wir jetzt runter auf 12 Maschen. Und dafür häkeln wir jede 2. und 3. Masche zusammen aus der Vorrunde. So, und in der letzten Runde gehen wir jetzt zurück auf 6 Maschen und häkeln dafür 6 Abnahmen. So, der Faden kann abgeschnitten werden. Wir ziehen ihn lang und fädeln ihn zum Abschluss noch einmal durch die übrigen 6 Maschen hindurch. Wir ziehen es zusammen und verhäkeln den Faden noch ein kleines bisschen. So, das genügt. Dann können wir versuchen, den Rest nach innen zu ziehen und abzuschneiden. So, und das Katzenköpfchen ist damit fertig. Danach machen wir weiter mit den Ohren. Und dafür starte ich jetzt direkt in Braun. Wir schlagen hier einen Anfangsknoten an, denn unsere erste Runde ist etwas kleiner. Und dann folgen 2 Luftmaschen. Das Ganze verwenden wir wie ein Maschenring. Also stechen wir in die erste Schlaufe ein und häkeln dort Runde 1. Und das werden hier 4 feste Maschen. Dann gehen wir über in die nächste Runde. In dieser gehen wir jetzt hoch auf 6 Maschen. Und um das zu erreichen, verdoppeln wir jede 2. Masche in dieser Runde. Und den übrigen Anfangsfaden, den versuchen wir noch ein kleines bisschen mit zu verhäkeln. So, aufpassen, dass sich das Ganze in die richtige Richtung wölbt. Und bevor es dann weitergeht, schneide ich den restlichen Faden ab. In der nächsten Runde gehen wir dann hoch auf 8 Maschen. Ich muss es nur schaffen, den Faden zu fassen. Wir gehen dann hoch auf 8 Maschen und verdoppeln dafür jede 3. Masche in dieser Runde. Danach gehen wir hoch auf 10 Maschen und dafür verdoppeln wir jetzt jede 4. Masche. Danach steigern wir uns auf 12 Maschen und dieses Mal wird dafür jede 5. Masche verdoppelt in dieser Runde. Wir steigern uns jetzt noch ein letztes Mal, und zwar auf 14 Maschen, und dafür verdoppeln wir nun jede 6. Masche. Danach folgt dann eine Kettmasche, und das Öhrchen ist fertig. Der Faden kann dann abgeschnitten werden, und wir ziehen das Ganze lang, und dann haben wir das Teilchen geschafft. Und natürlich brauchen wir noch ein zweites Ohr, das zweite Ohr wird aber komplett weiß.
Im Anschluss häkeln wir die Ärmchen. Dafür brauche ich jetzt meine weiße Wolle und wie ihr sehen könnt, braun liegt auch bereits da, also wir arbeiten wieder mit Farbwechsel. Bei den Ärmchen starten wir aufgrund der Größe auch wieder mit einem Anfangsknoten, gefolgt von zwei Luftmaschen. Wieder stechen wir in die erste Schlaufe ein und häkeln dort unsere erste Runde bestehend aus 4 Maschen. Und die letzte Masche davon häkeln wir wieder in unserer anderen Farbe. Dann muss ich wieder aufpassen, ich habe wieder sehr viele Fäden und darf nicht durcheinander kommen. So, dann ziehen wir das Ganze nochmal etwas zusammen und danach gehen wir über in Runde Nummer 2. In dieser gehen wir jetzt hoch auf 8 Maschen und dafür wird jede Masche aus der Vorrunde verdoppelt. Und meine ganzen Anfangs- und Restfäden versuche ich dabei ein bisschen mitzunehmen und zu verhäkeln. Ist nicht ganz so einfach. In dieser Runde werden die letzten beiden Maschen übrigens im anderen Farbton gehäkelt. Alles, was ich dann nicht mehr als Faden brauche, kann ich abschneiden und bei mir ist das noch der restliche Anfangsfaden von weiß. Danach geht es weiter. Wir bleiben jetzt 2 Runden lang bei 8 Maschen. Und in beiden Runden häkeln wir die letzten 2 Maschen wieder in braun. Und dabei natürlich immer aufpassen, dass sich alles auch in die richtige Richtung wirbt. In der nächsten Runde gehen wir jetzt wieder etwas runter mit unserer Maschenanzahl. Und zwar zurück auf 6 Maschen. Und dafür häkeln wir jetzt jede dritte und vierte Masche zusammen in dieser Runde. In dieser Runde wird übrigens die letzte Masche, in dem Fall also die letzte Abnahme, wieder in braun gehäkelt. Und das ist dann auch die letzte braune Masche beim Ärmchen. Mehr brauchen wir nicht. So, und nach dieser Runde folgen dann noch 2 weitere Runden mit 6 festen Maschen, nur in weiß. So, dann beenden wir das Ganze noch mit einer Kettmasche. Und dann ist das Ärmchen geschafft. Die Fäden können wir abschneiden, den braunen natürlich ganz kurz, den brauchen wir gar nicht mehr. Hops! Und der weiße muss auch weg, aber da lassen wir noch ein Stückchen dran. Dann ziehen wir das Ganze lang und unser erstes Ärmchen ist fertig. Und natürlich brauchen wir noch ein zweites, aber auch das ist nur in einer einzigen Farbe, nämlich ist das ganz weiß. Als nächstes häkeln wir dann den kleinen Schwanz. Dafür brauchen wir die braune Wolle, aber wie ihr seht, weiß ist auch nicht so weit. Es folgen also wieder Farbwechsel. Da auch der Schwanz am Anfang relativ klein ist, beginnen wir wieder mit einem Anfangsknoten, gefolgt von 2 Luftmaschen. In die erste Schlaufe stechen wir ein und häkeln dort wieder die erste Runde und das werden auch hier 4 feste Maschen. Wir ziehen das Ganze noch etwas fest und gehen dann über in Runde Nummer 2. In dieser gehen wir jetzt hoch auf 6 Maschen und dafür verdoppeln wir jede zweite Masche. Und den übrigen Anfangsfaden, den versuchen wir hier noch ein kleines bisschen mit zu verhäkeln. Und am Ende setzen wir einen Farbwechsel. Denn Runde Nummer 3 beginnen wir in weiß. Aber bei unserer Maschenanzahl bleiben wir, da kommen nicht mehr dazu. Also wir häkeln 6 feste Maschen und die ersten 4 eben in weiß. Und die letzten 2 Maschen in dieser Runde werden dann in braun gehäkelt. Dann wechseln wir wieder zu weiß. Denn Runde Nummer 4 starten wir wieder in weiß. Auch hier, wir bleiben jetzt die ganze Zeit bei 6 festen Maschen. Und die ersten 5 in dieser Runde häkeln wir in weiß. Und die letzte dann logischerweise natürlich in braun. Und danach bleiben wir die ganze Zeit bei weiß. Wir häkeln jetzt 8 Runden mit glatt 6 festen Maschen. Und damit ich eine bessere Übersicht habe, ziehe ich mir jetzt kurz einen Maschenmarkierer ein. Dann erkenne ich besser, wann eine Runde vorbei ist und wann die nächste beginnt. Dann schneiden wir noch den braunen Faden ab und dann kann es weitergehen. Also wie gesagt, 8 Runden, je 6 festen Maschen, komplett in weiß. Und wenn wir die 8 Runden geschafft haben, dann folgt zum Abschluss noch eine Kettmasche. Der Faden kann abgeschnitten werden, langgezogen werden und der Maschenmarkierer kann raus. Und dann ist unser Schwänzchen auch schon fertig. Und dann geht es weiter mit den beiden Füßen. Wir starten wieder in braun, aber wie ihr sehen könnt, weiß ist auch schon nicht weit. Also auch hier, die Füßchen sind recht klein und deswegen starten wir wieder mit einem Anfangsknoten, gefolgt von 2 Luftmaschen. Wieder stechen wir in die erste Schlaufe ein, um das Ganze als Maschenring zu benutzen.
und dort häkeln wir jetzt 4 feste Maschen. Wir ziehen das Ganze noch einmal fest und gehen dann über in Runde Nummer 2 und dort gehen wir hoch auf 8 Maschen und verdoppeln dafür jede Masche aus der Vorrunde. Und auch hier versuchen wir den restlichen Anfangsfaden noch ein kleines bisschen mit zu verhäkeln. In Runde Nummer 3 gehen wir jetzt hoch auf 12 Maschen und dafür verdoppeln wir dieses Mal jede zweite Masche in dieser Runde. Und dann sind wir schon bei unserem Maximum angekommen. Höher gehen wir nicht mehr, aber wir bleiben jetzt in den nächsten Runden dabei. Wir häkeln zunächst eine weitere Runde mit 12 festen Maschen in Braun. Und jetzt folgt die erste Runde mit Farbwechseln. Die ersten 4 Maschen werden aber noch in Braun gehäkelt. Dann gehen wir über zu Weiß und häkeln wieder 4 Maschen. Es geht zurück zu Braun. Und wieder häkeln wir 4 Maschen. Auch in Runde 6 bleiben wir bei einer Anzahl von 12. Dieses Mal häkeln wir allerdings nur die ersten 3 Maschen in Braun. Danach gehen wir über zu Weiß und es folgen 6 feste Maschen. Wir gehen zurück zu Braun und häkeln die nächsten 3 Maschen in dieser Farbe. Und dann haben wir auch schon unser erstes Beinchen geschafft. Die Fäden lasse ich hier aber noch dran, denn die brauche ich gleich noch. Aber was wir auch noch brauchen, ist ein zweites Bein. Dieses Mal komplett in Weiß. Und gleichzeitig ist das Beinchen da drüben auch mit einer Kettmasche beendet und abgekettet. Und jetzt häkeln wir beide Beine zusammen, so als ob sie schon die ganze Zeit zusammengehört haben. Also, wir starten hier. Und wir zählen bei den Runden einfach weiter. Wir sind jetzt also bei Runde Nummer 7. Und wir gehen jetzt hoch auf 36. Dafür häkeln wir an dieses Bein zunächst 2 feste Maschen in Braun. Und danach gehen wir über zu Weiß. Häkeln eine weitere feste Masche. Dann folgt die erste Zunahme. Und wir häkeln 2 weitere feste Maschen. Und danach gehen wir quasi rüber zum zweiten Fuß. Um diesen zu erreichen, häkeln wir jetzt aber 3 Luftmaschen. Und dann stechen wir erst in den anderen Fuß ein. So, hops. Wir häkeln dort einfach direkt weiter, als wäre das ein Teil und als hätten wir eben die Luftmaschen nicht gehäkelt. Also hier folgt noch eine feste Masche und eine Zunahme. Und dann machen wir ganz normal weiter. Der Faden ist etwas zu fest. Wir verdoppeln jede vierte Masche. Ich habe noch ein Stück Restfaden hier, den versuche ich auch etwas mit zu verhäkeln. 2 einzelne feste Maschen häkeln wir noch am Ende. Und dann sind wir wieder beim Steg angekommen. Und auf diesem häkeln wir jetzt entlang, und zwar 3 feste Maschen. Und dann geht es wieder ganz normal hier drüben weiter. Wir setzen unsere Runde fort, in der wir jede vierte Masche verdoppeln. Das heißt, um im Rhythmus zu bleiben, folgt dir erstmal nur eine feste Masche und eine Zunahme. Und dann folgt die letzte Wiederholung. Die häkeln wir aber nicht komplett in Weiß, sondern nur die ersten 2 Maschen. Denn die letzten 3 Maschen häkeln wir wieder in Braun. Und dann sind wir in der nächsten Runde. Und in dieser bleiben wir jetzt bei unserer Anzahl von 36 Maschen. Die erste Masche in dieser Runde häkeln wir in Braun. Und dann gehen wir direkt über zu Weiß und häkeln mit dieser Farbe danach die nächsten 33 festen Maschen. Und danach gehen wir wieder zu Braun. Denn die letzten 2 Maschen in dieser Runde häkeln wir in dieser Farbe. Und für die nächste Runde gehen wir wieder zurück zu Weiß. Und dann wird es Zeit, noch etwas hochzugehen mit den Zunahmen. Allerdings nur an der Hüfte. Deswegen setzen wir jetzt eine feste Masche und danach eine Zunahme. Die nächste Zunahme erfolgt erst da drüben. Ich schneide aber noch kurz den restlichen braunen Faden ab, den brauche ich nicht mehr. Und dann geht es weiter. Wir häkeln jetzt 15 Maschen, um rüberzukommen. Dann häkeln wir wieder eine Zunahme, gefolgt von einer festen Masche und einer weiteren Zunahme. Drehen uns dabei übrigens. Und dann häkeln wir wieder zurück. Also es folgen noch einmal 15 feste Maschen. Und dann folgt hier drüben noch eine letzte Zunahme, damit wir auf die 40 hochkommen. So, und bei dieser Maschenanzahl bleiben wir jetzt in den nächsten 5 Runden. Und dafür besorge ich mir kurz einen Maschenmarkierer. Der kommt wieder dort durch. Und dann geht es weiter.
Wie gesagt, wir häkeln 5 Runden glatt. Und dann wird es höchste Zeit, mit der Anzahl der Maschen wieder etwas runterzugehen. Aber gar nicht allzu stark. Und zwar gehen wir jetzt zurück auf 36 Maschen und häkeln dafür jede 9. und 10. Masche in dieser Runde zusammen. Danach gehen wir etwas stärker runter und zwar zurück auf 30 Maschen und dafür wird jetzt jede 5. und 6. Masche zusammengehäkelt in dieser Runde. Und es folgt noch eine Runde mit Abnahmen und zwar gehen wir jetzt zurück auf 24 Maschen und häkeln dafür jede 4. und 5. dieses Mal zusammen. Dann folgt zum Abschluss noch eine Kettmasche, der Maschenmarkierer kann raus und der Faden wird abgeschnitten, etwas länger lassen und lang ziehen. Und dann muss der Körper nur noch gestopft werden. So, als kleine Stopfhilfe benutze ich wieder dünnere Häkelnadel. Das macht sich immer ganz gut. So, und viel mehr stopfen können wir aktuell auch gar nicht. Das ist oben noch zu weit offen. Wir können beim Körper deswegen erst mit der Zeit ein bisschen nachstopfen. Und dann haben wir alle Teile zusammen, die wir benötigen und können mit dem Zusammennähen starten. Und ich beginne mit Kopf und Körper. So, und diese beiden Teilchen werden jetzt so hier in etwa aneinander gelegt. Und dann nähen wir das ganz fest. Und zum Festnähen benutze ich meine dünne Häkelnadel. Und ja, ich benutze eine Häkelnadel, obwohl wir das Ganze festnähen und nicht anhäkeln. Ich komme damit aber einfach besser klar. Wenn ihr lieber eine richtige Nadel nehmen wollt, eine Stopfnadel oder was anderes, dann macht das ruhig, so wie jeder am besten zurechtkommt. Also, wir nehmen jetzt den Faden vom Körper und legen diesen rüber zum Kopf. Dort ziehen wir ihn durch die gegenüberliegende Masche hindurch. Dann geht der Faden vom Kopf wieder rüber zum Körper. Wir fädeln ihn dort durch die nächste Masche hindurch. Der Faden geht wieder zurück zum Kopf. Wir fädeln ihn wieder durch die nächste Masche hindurch. Dann geht er wieder zurück zum Körper. Und das machen wir jetzt prinzipiell fast die ganze Runde rum, bis alles fest sitzt. Nur ein kleines Stück lassen wir noch offen, denn wie gesagt, wir werden noch ein bisschen nachstopfen müssen. So, eine kleine Öffnung haben wir noch und wie gesagt, wir müssen noch ein bisschen stopfen, denn das kleine Kärchen ist noch recht dünn. So, einmal schauen. Ja, sieht schon besser aus. Ein bisschen kann aber tatsächlich noch rein. Das genügt. Jetzt nähen wir das Ganze noch fertig zu. Wenn wir dann die Runde rum sind und wenn alles hält, wird es höchste Zeit, den Faden noch ein bisschen zu vernähen. Und der kann dann abgeschnitten werden und nach innen gezogen werden. So, ein bisschen zurechtdrücken müssen wir das immer, aber sieht schon mal gut aus. Dann würde ich meinen, auf zum nächsten Teilchen und wir machen als nächstes weiter mit den Ärmchen. Die könnte man theoretisch auch noch ein bisschen ausstopfen, aber ich glaube, das reicht so. Und die Ärmchen nähen wir jetzt genau auf dieselbe Art und Weise an, wie wir auch eben Kopf und Körper zusammengenäht haben. Dann wird wieder der Faden vernäht. Und abgeschnitten. Und dann geht's auf zum nächsten Ärmchen. So, hier einmal drauf achten, dass beide Ärmchen etwa an der gleichen Position sind. Aber ja, ich denke, das passt. Als nächstes den kleinen Schwanz. Also einmal auf die Rückseite. Auch hier wieder vernähen, aber der wird dann noch nicht abgeschnitten, denn ich benutze den Faden noch kurz, um den Schwanz hier drüben zu fixieren. Es sieht einfach ein bisschen niedlicher aus, finde ich, wenn man von vorne den Schwanz leicht an der Seite rausgucken sieht. Dann aber vernähen und der Rest kommt nach innen. So, passt. Und da ist das kleine Schwänzchen. Dann als nächstes noch die Ohren. Und die nähen wir jetzt hier oben, beginnt in der 3. Runde an. Also dort etwa. So, kurz gucken, dass ich nicht zu weit hinten lande. So, und dann fehlt nur noch das zweite Ohr. So,
einmal richtig falten und dann auch hier wieder in der dritten Runde beginnen. Also wir nehmen das jetzt quasi genau auf den braunen Fleck an. So, wir haben alle Teilchen dran. Jetzt wird aber noch das Näschen aufgestickt und auch noch die Schnurrhaare. Also für das Näschen brauchen wir jetzt die schwarze Wolle und die Nase kommt eine Runde tiefer als die Augen. Und wir stechen 4 Maschen vom Auge entfernt ein. Und jetzt ein paar Mal hin und her, bis wir denken, die Nase wäre breit genug. So, einmal schauen, das passt fürs Näschen. Dann machen wir jetzt weiter mit den Schnurrhaaren. Und zwar 2 Runden tiefer als das Auge und eine Masche nach hinten. So, ich habe ein bisschen Füllwatte rausgezogen. Die möchte ich natürlich wieder nach innen ziehen. So, und dann geht das erste Schnurrhaar schräg hoch, eine Reihe höher und 1, 2, 3 Maschen nach drüben. 2 Reihen tiefer bin ich wieder rausgekommen mit dem Faden und den ziehe ich jetzt einfach gerade nach vorn. Das wird Schnurrhaar Nummer 2 auf dieser Seite. So, damit haben wir ein schräges und eins, was ziemlich gerade ist. Das gleiche machen wir auch noch auf der nächsten Seite, also wieder 2 Runden tiefer gehen und 1 nach hinten. 1 hoch und 1, 2, 3, also genau wie drüben auch auf der anderen Seite. 2 Reihen tiefer wieder raus und hier gerade nach vorn. So, dann sind auch die Schnurrhaare dran. Und natürlich, die Fäden können wir nicht vernähen. Das würde man zu doll sehen. Wir ziehen die jetzt einfach ein bisschen nach innen. Und schön durch die Füllwatte, damit das Ganze auch hält. So, und den Fussel möchte ich noch weg haben. Und da ist das Kätzchen. Und das war's auch schon. Das kleine Kätzchen ist fertig und müsste jetzt so hier in etwa aussehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich ganz von Däumchen nach oben von euch freuen. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt oder eine Anregung für ein neues Video, dann lasst mich das gerne unten in den Kommentaren wissen. Und hey, abonniert auch meinen Kanal, was ich getan habe. Dann verpasst ihr zukünftig nämlich keine neuen Videos mehr von mir. Und ich freue mich dann ganz doll darüber. Mit einem Abo würdet ihr mir auch so helfen. Und wenn ihr so weitere Videos schon wollt, dann guckt doch mal da oben. Da habe ich noch ein Video hingepackt. Und dort gibt es noch ein anderes. Und ansonsten würde ich meinen, macht's gut. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Und dort geht's doch zu meinem Shop für Wolle und selbstgemachte Sachen. Also, bis dann!